Was ist das eigentliche Mandat der Europäischen Notenbank EZB? Die Preisstabilität. Aber da war die EZB in letzter Zeit nicht so wirklich erfolgreich. Die Inflation ist weit oben, die Zinsen ganz unten. Die Einlagenzinsen sind sogar negativ. Also kann man sagen, dass das noch nicht so richtig erfolgreich war in Sachen Inflation. Also man hat das oberste Mandat nicht wirklich erfüllt, aber kümmert sich vorwiegend um andere Dinge. Erstens etwa um Risikoprämien für italienische, spanische oder auch griechische Staatsanleihen. Die sind zu hoch aus Sicht der EZB gegenüber den deutschen Renditen, den deutschen Zinsen. Das ist das eine, aber vorwiegend kümmert man sich auch um Klimapolitik, und zwar um eine grüne Klimapolitik, und man rechtfertigt das damit, dass man sagt, ja, wir sind doch auch verantwortlich für Finanzstabilität, und haben wir Klimawandel, dann ist das ein Risiko für die Finanzstabilität, also fällt das letztendlich in unser Mandat, also betreiben wir Klimapolitik. Und diese Klimapolitik, die die EZB betreibt und mit heutigen Beschlüssen nochmal vorantreibt, die sorgt für eine grüne Inflation, die wir alle bezahlen, die aber vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten bezahlen, weil fossile Energieträger dadurch noch teurer werden, als sie derzeit ohnehin sind. Und das macht die EZB, indem sie faktisch CO2-intensive Unternehmen benachteiligt am Kapitalmarkt, was deren Refinanzierung erschwert, also praktisch jene Firmen benachteiligt, die vielleicht dafür sorgen können, dass wir nicht frieren im Winter, wenn Putin uns das Gas abstellen sollte. Aber entscheidend ist eben dieser preistreibende Effekt, die grüne Inflation durch eine gut gemeinte, aber in der Praxis katastrophale Politik der EZB, die sich eben um alles kümmert, nur nicht so richtig um Inflation, sondern eben, wie gesagt, um Risikoprämien von europäischen Staatsanleihen und vor allem um die Klimapolitik, und das Ganze eben durch dieses Argument der Finanzstabilität, Gefährdung durch den Klimawandel, also müssen wir da mehr was tun. Hier sehen wir etwa die Texte auf der Internetseite der EZB. Unsere Aufgabe, heißt es da, ist es, für stabile Preise zu sorgen. Wir wissen, dass ein stabiles Finanzsystem der Preisstabilität zugute kommt. Aha, also im Rahmen des Auftrags Preisstabilität müssen wir also die Finanzstabilität sichern. Deswegen müssen wir etwas gegen den Klimawandel tun, auch wenn man selbst zugibt, dass diese Finanzstabilität, die letztendlich ja diese Politik rechtfertigen soll, gar nicht so richtig das Mandat der EZB ist, denn sie selbst schreibt, die Verantwortung dafür, nämlich für diese Stabilität des Finanzsystems, liegt zwar maßgeblich bei anderen Behörden, aber auch die EZB hat die Stabilität des Finanzsystems fest im Blick, und zwar ganz fest, wie wir wissen, so fest, dass sie jetzt ein maßgeblicher Akteur wird in der Klimapolitik, was nach meiner Auffassung mit ihrem Mandat null zu tun hat, denn sie soll ja, wie gesagt, Preisstabilität garantieren. Und wie erfolgreich war sie da? Naja, wir haben jetzt 8,6% Inflation in der Eurozone, die ist immer weiter nach oben gegangen, während die Zinsen nach wie vor bei null sind, die Einlagenzinsen sind nach wie vor negativ, die Europäische Notenbank kauft nach wie vor Staatsanleihen aus der Eurozone, vermehrt also dadurch faktisch die Geldmenge und schüttet Benzin ins Feuer der Inflation. Wir hatten heute etwa die Erzeugerpreise in der Eurozone mit plus 36,3%. Das ist die sogenannte Pipeline-Inflation. Das ist also Inflation, die noch auf uns zukommt, weil die Firmen immer höhere Kosten haben, die sie dann eben an die Verbraucher weitergeben müssen, wenn sie letztendlich bestehen wollen. Und all das hat dazu geführt, dass die Kaufkraft des Euro seit Einführung des Euro als Bargeld im Jahr 2000 um ein Drittel gefallen ist. Das ist offenkundig das, was die EZB unter Preisstabilität versteht, wie mein Kollege Hannes Zipfel hier nochmal gezeigt hat. Aber jetzt kommen wir mal zu den heutigen Beschlüssen. Da hat die EZB heute verkündet, wir berücksichtigen den Klimawandel bei Ankäufen von Unternehmensanleihen im Sicherheitenrahmen, bei Offenlegungspflichten und der Risikosteuerung in Einklang mit ihrem Maßnahmenplan zum Klimawandel. Also die haben einen Maßnahmenplan zum Klimawandel. Das ist für eine Notenbank sportlich. Mit den Maßnahmen sollen Finanzrisiken in Zusammenhang mit dem Klimawandel in der Bilanz des Eurosystems verringert und der grüne Wandel der Wirtschaft unterstützt werden, so heißt es heute auf der Seite der EZB.
die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens und die Ziele der EU zur Klimaneutralität sollen damit abgestimmt werden. Also man will sozusagen das politische Ziel der EU damit unterstützen. Für eine Notenbank durchaus ein ungewöhnliches Prozedere. Wie wird das Ganze passieren? Man wird faktisch Unternehmen mit einem sogenannten hohen CO2-Fußabdruck benachteiligen dadurch, als dass man etwa die Unternehmensanleihen solcher Firmen nicht mehr oder in geringerem Umfang als Sicherheit für Kredite zum Beispiel hinterlegen kann, die man von der EZB bekommt. Und hier ist man zum Beispiel, sagt man, dass man ab 2026, wenn neue Richtlinien in Kraft treten, dass man praktisch diese Unternehmensanleihen solcher CO2-intensiver Unternehmen aus CO2-intensiven Branchen praktisch dann gar nicht mehr akzeptieren wird. Also man diskriminiert diese Firmen und greift damit aktiv faktisch in eine Wettbewerbssituation ein. Und da hat dann Madame Lagarde heute verkündet, mit diesen Entscheidungen setzen wir unsere Zusage zur Bekämpfung des Klimawandels in die Tat um. Wir unternehmen weitere konkrete Schritte innerhalb unseres Mandats. Innerhalb unseres Mandats finde ich sehr interessant, um den Klimawandel in unsere geldpolitischen Geschäfte einzubeziehen. Also, das ist also scheinbar jetzt das Mandat der EZB, ist Klimawandel. Deswegen hat man vorher ja einen sogenannten Klimastresstest bei Banken durchgeführt. Die mussten da ganze Abteilungen abstellen und die mussten ihre Kredite durchforsten, die Banken. Und wenn sie zum Beispiel einer Ölfirma Kredit gegeben haben, dann ist das schlecht. Dann wird man abgestuft durch die EZB und das bedeutet für die Bank dann jeweils, dass man sich am Markt teurer refinanzieren muss. Das heißt, die Banken, die CO2-intensiven Branchen Kredite geben, werden abgestraft. Aber was ist, wenn uns jetzt der Putin das Gas abstellt und unser Wirtschaftsminister Habeck ja jetzt anstelle von Gaskraftwerken, vor allem Kohlekraftwerke, wieder fördern will oder rauffahren muss, um die erneuerbaren Energien zu ergänzen, die eben lange nicht ausreichen und eben nicht zuverlässig genug sind, um überhaupt unsere Stromproduktion und all das, was wir nötig brauchen, zu garantieren. Naja, dann sind diese Firmen, die sozusagen diese Kohlekraftwerke betreiben, die würden dann am Markt, am Geldmarkt, durch die EZB massiv diskriminiert, weil sie eben sehr CO2-intensiv sind. Aber es ist natürlich das Mandat der EZB, jetzt Klimapolitik zu betreiben, wie wir gelernt haben. Jetzt schauen wir uns mal die Emissionen der 10 größten Länder an, die hier CO2 emittieren. Das ist derzeit, die Statistik ist von 2020, China zu etwa einem Drittel. Das heißt, ein Drittel des gesamten CO2-Ausstoßes kommt aus China. Und dann haben wir noch einige andere Länder, die aber faktisch kaum eine Rolle spielen. Natürlich die USA an zweiter Stelle, dann Indien, dann Russland, dann Japan, dann Deutschland. Wenn man das Ganze jetzt mal bei Deutschland auf den CO2-pro-Kopf-Verbrauch hochrechnen würde, dann wäre Deutschland übrigens an 38. Stelle. Hier sehen wir, wie stark vor allem Länder wie Indien, wie China an der CO2-Ausstoß zugelegt haben, während wir die EU 28, also die 28 Länder der EU, mit rückläufigem CO2-Ausstoß sehen. Okay, also da sind die Schwellenländer offenkundig wie China, wie Indien, die haben massive Zunahme von CO2-Ausstoß, während etwa ein Land wie Deutschland sogar eine rückläufige CO2-Produktion hat, einfach weil man technisch schon in der Lage ist, gewisse CO2-Minimierungen zu erreichen, auch durch das Ende der DDR, wenn man so will, hat es da einen Schub gegeben. Aber ganz klar ist, es sind die sogenannten Emerging Markets, deren CO2-Bilanz immer schlechter wird, weil sie immer mehr CO2 auch faktisch ausstoßen. Das sieht man hier, der CO2-Ausstoß Europas geht leicht zurück, während der CO2-Ausstoß eben von China, von Asien, von Indien, auch von Afrika inzwischen deutlich, deutlich gestiegen sind. Das heißt, die anderen legen zu, wir nehmen ein bisschen ab und werden jetzt rigideste Maßnahmen ergreifen, damit wir noch weniger CO2 produzieren als Europa. Jetzt sehen wir hier mal den Pro-Kopf-Verbrauch. Etwa CO2, da liegen die Amerikaner ganz vorne, klar.
die Chinesen, Japan, Deutschland und Iran etwa auf einer Stufe, Südkorea noch ein bisschen mehr. Und dann haben wir etwa ein Land wie Saudi-Arabien mit ganz vorne, liegt aber auch daran, dass sie eben maßgeblich Öl fördern. Aber hier sehen wir das Ganze nochmal, etwa ein Drittel des CO2-Ausstoßes. China 13%, USA 7%, Indien, Russland 5%, Japan 3%. Alle anderen Länder der Welt, auch Deutschland, liegen unter 2%. Also wir sind sozusagen ein ganz, ganz kleiner Teil dieser ganzen Geschichte. Wenn wir uns das nochmal anschauen, wer eigentlich oder welche Bereiche eigentlich besonders CO2-intensiv sind, dann ist das Strom, Wärme natürlich, Transport, dann kommt Industrie und dann andere Quellen, die Luftfahrt etwa 3% des gesamten Ausstoßes. Was würde denn passieren, wenn die westliche reiche Welt aufhören würde von jetzt auf morgen? Also wenn wir sofort allen CO2-Ausstoß stoppen würden, dann würden wir erreichen, dass die weltweite Durchschnittstemperatur bis 2100 nicht um 4,1% steigt, sondern nur um 3,7% steigt, denn die Temperatur steigt so oder so, weil das CO2 ja schon in der Luft ist und das CO2 hat die Eigenschaft, Sonnenlicht durchzulassen, aber sozusagen Wärmeabstrahlung der Erde tendenziell zu begrenzen. Das heißt, das ist dieser Treibhauseffekt, der dadurch entsteht, aber dadurch, dass das CO2 schon in der Atmosphäre ist, können wir den Temperaturanstieg ja gar nicht mehr verhindern, wir können ihn nur verkleinern. Würde die ganze westliche Welt, also USA, Europa, Australien, Neuseeland, wie sie alle heißen, Japan, sofort aufhören, CO2 zu emittieren, würde das 0,4% weniger CO2 oder weniger Erderwärmung nach sich ziehen. Das wären etwa 10% weniger als ohnehin der Fall ist, wenn wir jetzt nicht aktiv gegen diese ganze Erwärmung vorgehen oder hier weitermachen wie bisher. All diese Daten oder diese Daten, die Sie gerade gesehen haben, stammen übrigens vom Dänen Björn Lomborg, der das Buch geschrieben hat, Klimapanik, warum uns eine falsche Klimapolitik Billionen kostet und den Planeten nicht retten wird. Björn Lomborg ist keiner, der in irgendeiner Form den Klimawandel leugnet, das wäre auch totaler Quatsch. Er betont auch den Anteil des Menschen an diesem Klimawandel, das ist völlig unhinterfragt. Er sieht im Klimawandel, wie Daniel Stelter hier die wichtigsten Punkte zusammenfasst, auch ein riesiges Problem. Wir müssen auch etwas gegen den Klimawandel tun, aber er erlaubt sich etwas, wie Daniel Stelter schreibt, was Daniel Stelter gefällt. Er macht eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf und zeigt, wie ineffektiv diese Maßnahmen sind, dass das alles hinten und vorne nicht passt. Warum, will ich gleich zeigen. Hier zum Beispiel, ironisch an der Debatte um den Klimawandel, findet Lomborg auch, dass vor allem diejenigen diese Klimapolitik besonders befürworten, die globale Einkommensungleichheit kritisieren. Dabei übersehen sie aber, dass vor allem die ärmeren Bevölkerungsteile maßgeblich die Kosten dafür tragen, denn dadurch wird praktisch fossile Energie teurer und diese fossile Energiekosten, die trifft die Ärmeren viel stärker als die reicheren Einkommensschichten. Und so waren wir im Jahr 2020, also vor 2 Jahren, waren schon 200 Millionen Menschen litten an sogenannter Energiearmut. Das bedeutet, dass ihre Energiekosten mehr als ein Zehntel ihres Einkommens auffressen. Jetzt gucken wir uns mal an, wer emittiert denn am meisten CO2 oder wessen Verhalten sorgt eigentlich dafür, dass am meisten CO2 emittiert wird? Dann sehen wir, die obersten 1% sorgen für fast die Hälfte des CO2-Ausstoßes, die nächsten 9% für 12%. Also wir sehen, das ist oder durchschnittliche Emission, nicht gesamt, sondern die durchschnittliche CO2-Emission pro Person ist bei den obersten 1% viermal so hoch wie bei den nächsten 9% der Einkommensschichten. Das heißt, es ist vorwiegend die Folge des Verhaltens vor allem von sehr, sehr wohlhabenden Menschen. Und hier stellt Lomborg jetzt mal eine interessante Rechnung auf. Sollte die Europäische Union bei ihrem Klimaversprechen für 2050 bleiben, müsste sie mehr als 2 Billionen Euro jährlich für Klimapolitik ausgeben. Das sind etwa 10% des gesamten BIP. Das übersteigt alles, was die EU aktuell insgesamt für Bildung, Gesundheit, Umweltschutz, Wohnungsbau, Verteidigung, Polizei
und Gerichte ausgeben wird. Und diese 2 Billionen sorgen dafür, dass wir praktisch kaum weniger Erderwärmung haben werden. Ich hatte das vorhin gezeigt. Statt 4,1% würden wir, wenn wir sofort stoppen würden, nur 3,7 Grad Erwärmung haben. Also es ist ein minimaler Unterschied und die Kosten sind gigantisch. Minimaler Erfolg, maximaler Aufwand ist deshalb das eigentliche Problem. Und wir haben praktisch, wir würden verhindern etwa Klimaschäden von 0,4 Billionen Dollar, aber das zu Kosten von 1,5 bis 3 bis 5 Billionen Dollar. Das heißt, all das steht nicht im Verhältnis und genau das ist das, was die EZB-Politik jetzt mit erreicht. Diese mandatswidrige EZB-Politik, wie ich nicht müde werde zu betonen, jetzt erreicht. Das heißt, ineffiziente Maßnahmen werden hier postuliert mit der Folge, dass wir eine grüne Inflation bekommen, die wiederum die ärmeren Einkommensschichten wirklich hart trifft, aber das Gesamtproblem praktisch kaum beeinflusst. Das heißt, das ist eine Symbolpolitik, die irgendwie für gutes Gewissen sorgt, aber im Endeffekt verdammt wenig bewirkt und das ist vom Kosten-Nutzen-Effekt einfach katastrophal. Nach wie vor ist es ja so, dass die Welt vorwiegend auf fossile Energieträger setzt. Warum? Weil die billig sind. Würde grüne Energie wirklich konkurrenzfähig werden, und das muss das Ziel sein, dann würden alle nur noch grüne Energie nutzen, weil sie billiger wäre. Aber das ist nicht absehbar, auch für das Jahr 2040 nicht. Hier geht man davon aus, laut Daten der Internationalen Energieagentur, dass Sonne und Wind bis 2040 etwa 5% des weltweiten Energiebedarfs abdecken werden. Und es ist leider auch nicht der Fall, dass wenn wir hier in Deutschland alternative Energien aufbauen, etwa Sonne- und Windkraft, dass wir dann irgendwann wirklich autark wären mit der Stromversorgung. Das ist leider nicht der Fall. Den Klimawandel, schreibt Lomborg, werden wir erst stoppen, wenn es uns gelingt, grüne Energie billiger zu machen als Energie aus fossilen Brennstoffen. Dann steigen nämlich alle freiwillig um und dann hätten wir dieses CO2-Problem vom Hacken. Aber dazu braucht es Innovation, dazu muss man Gelder in Forschung geben, statt sozusagen jetzt diejenigen zu bestrafen, die das Problem nicht verursacht haben, sondern die letztendlich unseren Wohlstand ja ermöglicht haben durch diese billige Energie. Diese billige Energie hat zu Folgekosten geführt, die führt letztendlich zu Klimaerwärmung, gar keine Frage. Aber so wie man das Ganze angeht, ist das ineffektiv und die EZB ist vorne mit dabei. EZB-Bürokraten bestimmen über unser Schicksal und ich persönlich habe die EZB nicht gewählt. Und bin nicht einverstanden damit, dass die EZB jetzt aktiv Klimapolitik betreibt. Und das habe ich auch gezeigt in einem Artikel. EZB schürt mit neuen Maßnahmen gegen Klimawandel Inflation. Es ist eigentlich eine absolute, wie soll man sagen, Schweinerei, möchte ich sagen. Aber niemand protestiert. Das geht so durch, das wird so verkündet. Die EZB sagt sich, ja, wir machen das doch im Namen des Guten. Darüber ein Artikel von mir unter dem Video verlinkt, ebenso wie ein Artikel meines Kollegen Claudio Kummerfeld über den Bundesbankchef Nagel, der sich mal geäußert hat zu den Plänen der EZB in Sachen Fragmentierung, also den Anleihekauf vor allem von Südländeranleihen bei gleichzeitigem Verkauf deutscher Staatsanleihen mit Folgen auch für uns. Da ist Herr Nagel durchaus dagegen, wie er vorsichtig formuliert hat. Sehr, sehr interessant. Unbedingt lesen, zweiter Artikel. Und abschließend, wir haben ein neues Format, wo wir also Artikel, die wir verfassen, vorlesen lassen von einem professionellen Sprecher mit Bildern. Ist ein Experiment. Ich wäre sehr interessiert, was Sie dazu sagen. Schauen Sie sich das mal an. Ich habe auch das verlinkt unter dem Video. Hier mit Verlustverrechnungsbegrenzung bei Termingeschäften soll abgeschafft werden, was ja auch eine richtig gute Sache ist. Es gab ja diese unsinnige Gesetzgebung, dass man nur Verluste bis 20.000 Euro anrechnen kann, sodass es passieren kann, dass man, selbst wenn man mehr Verluste macht als Gewinne, dann faktisch da noch drauf Steuern zahlt. Das soll jetzt abgeschafft werden. Das in diesem Video, Vorlese, Artikel könnte man sagen, mal zusammengefasst. Also 3 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.